Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zur ersten Folge Train Fever. Ja, ich fange natürlich mit euch zusammen an und wir bauen hier was auf. Versuchen Strecken miteinander oder Städte miteinander zu verbinden. Ach, ich fange einfach mal an. Einstellungen, ne? Könnt ihr hier gucken. Alles, was geht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich lasse die Musik mal. Ich finde die Musik jetzt. Ist nicht so meins, aber. Ich lasse die mal an und ihr sagt dann einfach mal, ob wir zukünftige Folgenmusik an oder aus. Ja? Machen wir es so? Ich mal auf Anwenden. So. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren. Ich erzähle gleich im Spiel, worum es geht, falls ihr es noch nicht kennt. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Landschaft machen wir mittel. Wir machen es erstmal einfach. Und ich würde sagen, wir nehmen auch eine kleine Karte. Einfach aus dem Grund, weil das erstmal so eine Einführung ist einfach. Und wir fangen dann später nochmal neu an. Und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht sogar auf hügelig gehen. Und dann vielleicht auf mittel oder keine Ahnung. Vielleicht dann auch den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöhen. Aber erstmal zum Reinschauen, zum Kennenlernen, denke ich mal, gehen wir das mal so an. Also das Spiel macht schon irre Spaß. Also allein wie die Loks so auch aussehen. Ich hatte ja schon so ein kleines Video online gestellt von dem Zug. Sieht echt klasse aus. Hätte ich nie gedacht. Und es ist natürlich auch eine sehr komplexe Simulation. Was mir ja noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, sind die Signale. Aber das kriegen wir auch noch hin. Also Tutorial brauche ich jetzt nicht. Ich habe hier schon so ein bisschen geübt. Und jetzt gucken wir mal, wie unsere Karte hier geworden ist. Die wird ja zufallsgeneriert. Das muss man. So als kleinen Tipp, wenn ihr das spielt, man sollte am Anfang. Es hakt es schon wieder. Sollte man einmal die Karte komplett abfahren. So. Und jetzt sieht man. Jetzt sieht man, wollte ich gerade sagen. Jetzt wird es auch flüssiger. Naja, wir haben hier die Dörfer. Börfing, Witzhafe. Wagenhof. Und Langer Wehe. Okay, jetzt müssen wir uns mal was suchen, was wir verbinden wollen. Wir machen erstmal zwei Städte. Und später gucken wir uns dann mal nach Gütern um. Ich mache mir gerade nur ein bisschen Sorgen, weil ich irgendwie immer nach rechts nicht komme. Was soll das? Okay, zur Not müssen wir es so machen. Jetzt geht's. So, toll an dem Spiel ist wirklich die Detailverliebtheit. Und man sieht ja, wenn ich hier reinzoome, sieht man die Leute hier rumrennen. Und jeder hat wirklich, das ist bei denen wirklich so, nicht wie bei den, da gibt es so einige Spiele, die halt sagen, dass wir, die hätten alle eine Aufgabe und gehen das nach und machen dann doch am nächsten Tag wieder was anderes. Die haben wirklich alle ein festes Ziel und gehen dann auch nach Hause, haben das gleiche Zuhause immer und so weiter. Allerdings aktuell haben sie halt hier nur diese Nummern, vielleicht kriegen sie irgendwann nochmal einen Namen, ich weiß es nicht. So, und Häuser wachsen, die Gebiete wachsen, aber wir fangen jetzt einfach mal an, weil ich denke mal, ihr seid so einigermaßen informiert, wenn ich dann mir über das Spiel erzählen soll. Einfach mal einen Kommentar schreiben, dann gehe ich nochmal auf ein paar Sachen vielleicht ein. So, wir wollen die beiden verbinden. Das heißt, wir brauchen jetzt auch einen Bahnhof. Erstmal zum Start. Natürlich für Personenverkehr. Die Frage ist jetzt, wie viele Gleise nehmen wir? Ne? Ich würde sagen, machen die mal ein bisschen größer. Damit wir dann später nicht gleich wieder von vorn anfangen. Gut, man könnte den dann abreißen, aber wie es dann immer so ist. So. Ich glaube. Wir sollten natürlich auch so positionieren, dass wir dann natürlich dann nach hinten raus vielleicht auch mal wieder wegkommen.
vielleicht doch auf die Seite gehen? Macht das Sinn? Soll er mit dem Bus hier hinfahren? Ich glaube schon. Also wir kriegen natürlich dann da hinten den Winkel nicht mehr. So, und bei der Stadt würde ich auch fast sagen, wir gehen jetzt nicht hier oder wir gehen hier unten am Fluss. Gibt es denn hier überhaupt noch? Ja, hier sind ja auch Städte. Wenn wir hier in der Mitte eigentlich so einen Hauptbahnhof machen, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Auf jeden Fall einen größeren, dann könnten wir hier alles miteinander verbinden. Wir können mal gucken, was das Ganze kosten würde. Also der kostet jetzt hier 309... Oh, was für Unterschiede. Das hat wahrscheinlich wieder was mit dem Ausgleich zu tun. Mal. Also die Straßenanbindung müsste ja wenden auf die andere Seite. So. Der kostet jetzt 1... Guckt euch das mal an, die Unterschiede. Hier geht es im Millionenbereich. Da lohnt sich also auf jeden Fall ein bisschen zu suchen. Hier habe ich jetzt 109, 340. So, wenn ich jetzt 4 Gleise nehme. Ja, auch nicht so viel teurer, ne? Ich glaube, so machen wir das. So, und das ist mal ein schönes günstiges Plätzchen. Ich hoffe, ich kriege das dann mit der Straße noch hin. Mal ein bisschen drehen. Ah, 216.000. Kostet gleich das Doppelte. So machen wir das. Vorher brauchen wir natürlich jetzt auch noch eine Busverbindung und natürlich auch eine Straße. Bei den Straßen als Tipp kann man die auch ruhig kleiner ausbauen, weil die, so wie ich zumindest informiert bin, wenn ihr was Besseres wisst, ruhig mal her damit, ist es so, dass die Straßen später automatisch ausgebaut werden. So, und ich würde fast sagen, entweder gehen wir jetzt von hier rüber, aber dann müssen wir wieder so einen riesen Bogen fahren, oder wir machen hier mit einer kleinen Brücke und suchen hier den Anschluss, was mir, glaube ich, fast besser gefällt. Na? Kann man sich jetzt noch eine Brücke aussuchen? Was ist denn da noch? Stein. Und das ist dann Stahl. Wie immer eine Steinbrücke. Das Doofe ist... Ja doch, ist verbunden hier. Hm. Müsste mal ein bisschen aufwerten, oder? Geht das? Ja. Gut. Dann brauchen wir natürlich Haltestellen für unsere Buslinie. Einmal auf jeden Fall. Hm, ich wundere mich gerade, warum das jetzt... Ah, okay, jetzt geht's. Natürlich immer von davon, wo er kommt. Also immer rechts müssen wir die dann haben. Machen wir zwei. Ne? Einmal kommen, einmal abfahren. Das wäre gerade vom Bahnhof nicht so unerheblich. So, aber von wo soll ich denn überhaupt starten? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal, gucken wir mal, wo ist die Pose, ist auch nicht auch völlig egal.
Wir fangen mal hier an. So. So, nicht zu viele setzen. So. Dann hier in der Mitte. Sorry, wenn ich da am Anfang noch ein bisschen überlegen muss, aber es ist wirklich so, man muss auch ein bisschen auf die Kohle aufpassen und natürlich versuchen, das dann einigermaßen sinnvoll zu gestalten. Gut, im Nachhinein sieht man immer noch so, was hast du denn da gemacht, aber ich hoffe mal, wir kriegen das einigermaßen hin. Jetzt hier. Das hier werde ich noch verbinden, dann können wir... Ich glaube, das macht Sinn. Können wir nämlich hier im Kreis fahren. Oder wir machen einfach hier. Das kriegen wir nicht hin. So. Das ist halt auch das Schöne an dem Spiel, dass man hier alles noch ein bisschen selbst kreieren kann, auch die Städte. Die aber auch Straßenverbindungen und so später also selbst auch erschließen. Okay. Weiter geht's. Also ich bin auch kein Profi, ne? Ich habe mich wirklich eingelesen, aber Tipps, Tricks, immer her damit. Bin ich echt dankbar. So, wir fahren jetzt... Das ist noch ein bisschen doof. Wie mache ich denn das jetzt hier mit der... Na, hier müssten wir auf jeden Fall eins haben, ne? Ich kann auch noch mal gucken, was welche Gebiete sind. So, hier ist Wohngebiet. Ich überlege gerade, ob wir, wenn wir jetzt hier starten, dann wollte ich ja hier langfahren, da langfahren, da. Ah, das ist ja doof. Oder wir starten hier. Das ist auch eine Idee. Wir starten hier von der Ecke, fahren dann hier rum. So. Dann sammeln wir hier noch die Leute ein. Dann habe ich jetzt die irgendwie ja nicht, ne? Man sieht, hier wird auch gerade jetzt neu gebaut, ne? So, also, was habe ich gesagt? Hier starten. Dann fahren wir hier. Jetzt müsste ich die Bushaltestelle mal wegnehmen. Obwohl, das geht ja auch, wenn wir dann einfach so rückfahren. Mir gefällt mir das nicht, aber ich glaube, wir setzen einfach mal die Linie, um das einfach mal besser vorstellen zu können. Also neue Linie. Haltestelle hinzufügen. So. Was ist, wenn wir das am Anfang geplant haben? Na ja, komm, dann nehmen wir jetzt den hier mit. 6. Zwar doof, aber dann können wir hier noch einen kleinen Abstecher machen. So. Ja, du müsst halt nochmal umdrehen.
nicht so effektiv, aber da können wir ja später nochmal so ein bisschen dran basteln. Dann könnte man ja auf dem Weg hier noch eine Haltestelle reinbringen. Warte mal. Kriege ich das jetzt so hin? Das geht super. Ich da nicht extra aus dem Menü raus, weil das wächst ja hier auch noch, ne? Was mal hier. Das ist ja Gewerbegebiet. So. Dann also hier noch. Und dann zum Bahnhof und dann da nochmal drüber. Obwohl es eigentlich doof ist, wahrscheinlich steigen die dann auch hier ein, oder? Naja. Egal. Also könnt ihr gerne nochmal, wenn das jemand von euch weiß, ob das hier sinnvoll ist, so gegenüberliegend, oder würden die dann auch hier einsteigen an der Station? Da macht es natürlich hier keinen Sinn mehr. So. Dann brauchen wir natürlich ein Fahrzeug dafür. Mach die erstmal wieder zu. Das ist auch ein bisschen doof hier, ne? Aber... wie gesagt, optimieren können wir später dann immer noch, wenn wir Langeweile zwischendurch haben. Jetzt brauchen wir so ein Depot. Gibt es denn die Trams eigentlich schon hier von Anfang an? Ich weiß es gar nicht. Aber wir nehmen erstmal die normale Postkutsche. So, und wenn wir mal gucken, eine nette Position für das Ding. Da wir vielleicht von dem auch später... ja, vielleicht schicken wir nochmal nach... hier drüben vielleicht später nochmal. Ja, ich baue das mal hier hin. Nochmal die Seite. Okay. So, dann kaufen wir mal... erstmal 3. Weisen die mal Linie 1 zu und gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und auch hier sieht man wieder, wie viel Liebe da drin steckt. Ne? Also die werden sich auch automatisch dann ein bisschen den Abstand vergrößern. Also das macht überhaupt nichts, dass die jetzt so hintereinander fahren, denn an jeder Haltestelle wartet einfach jeder ein paar Minuten, bis sich das wirklich dann später korrekt auf die Linie verteilt. So, wenn man sich das aber nur anschauen möchte, kann man auch die Linien ausblenden. Ich kann auch mal die Landnutzung wieder ausblenden. Hier sieht man hier hinten auch, wie schön hügelig das Ganze ist, ne? So, die sind also unterwegs. Und das gleiche müssen wir natürlich dann auch hier in Langerwehe machen. Und da kümmern wir uns dann das nächste Mal drum. Vielleicht setze ich dann den Bahnhof schon... ich weiß noch nicht. Oder wir machen das alles zusammen. Ne? Wäre vielleicht auch besser. YouTube, ich danke euch fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal wird dann auch der erste Zug fahren. Ich suche hier gerade nochmal, wo jetzt gerade unsere Kutschen sind. Also ich finde es jetzt so von der Station, Haltestation noch nicht erstmal völlig in Ordnung. Können wir nochmal kurz hier durch die Stadt fahren, damit ihr mal so ein paar Gebäude seht. Wie das hier aussieht. Und übrigens auch die Bäume, ne, wenn man sich die mal anschaut. Da wehen zwar jetzt keine Blätter im Wind, aber die sehen richtig gut aus. Richtig schöne Modelle. Und das für so ein... für eine Wirtschaftssimulation möchte ich es mal nennen. Ist ja schon klasse. Und hier wartet schon der erste. Das sieht man dann hier an diesen Männchen. Oder vielmehr, können wir mal gucken, vielleicht sind sogar ein paar mehr. Ne, einer. Ja, die Fahrzeuge werden ja später immer weiter ausgebaut. Das heißt, mit den Zeiten
Kommen wir mal neu. Also das ist hier unsere Steinbrücke übrigens. Da fährt unser Fuhrwerk. Okay, der Kutscher wäre noch das i-Tüpfelchen, aber ist doch schon klasse. Also, na, ich lasse euch mal alleine. Und das Spiel macht wirklich sehr viel Spaß. Ist aber auch ein bisschen komplex. Man kann nicht sofort so einsteigen, so zack und loslegen. Klar, mit dem Tutorial muss ich so ein bisschen was aneignen, aber es sind dann doch sehr viele Fragen noch offen. Aber wenn man sich da erstmal so ein bisschen die Mühe gemacht hat und kommt da rein, dann ist das wirklich sehr komplex und macht einfach Spaß. Auch später durch die Berge da, die Zugstrecken hochbekommen und ja, da muss man schon viel tüfteln und basteln, aber das macht sicherlich sehr viel Spaß. YouTube, ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid weiter dabei. Macht's gut.